Brüssel. Hier wimmelt es von europäischen Behörden. Diese ist neu. Es ist die übernationale Vereinigung der Sicherheitsorgane der europäischen Staaten. Europol. Die Unterwelt kennt längst keine Grenzen mehr. Und entwickelt ständig neue Methoden. Leider. So kommt es immer wieder zu Verbrechen, gegen die die üblichen Methoden der Polizei nicht die rechten Mittel sind. Für solche Fälle hat sich Europol nicht gerade alltägliche Mitarbeiter herangezogen. Unkonventionelle Mitarbeiter mit unkonventionellen Methoden. Zum Beispiel uns. Biggie. Conny. Und unser Boss ist eine Dame. Sie heißt Sir. S wie Sicherheit. I wie Information. R wie Recht. Einsatzort, Mondsee, Österreich. Ein bezauberndes Fleckchen Erde, Kinder. Einsatzrolle, 2 Fotomodelle im Urlaub. Das bedeutet einen generösen Spesensatz, ihr Lieben. Einsatzziel, Identifizierung einer unbekannten männlichen Person und Abklärung ihrer Tätigkeit. Was nicht unbedingt bedeutet, dass du die bevorzugten Tätigkeiten aller männlichen Personen abklärst, denen wir am Mondsee begegnen. Schicht am Schacht, ich bin schon fast seekrank. Ja, du hast recht. Das hier ist auch kein Wasser auf unserer Europol-Mühle. Sind Sie verletzt? Küsse an, meine entzückenden Damen. Gestatten Sie, dass dieses unvorhergesehene Hemmnis im Wasser sich Ihnen präsentiert als Baptist Adalbert Graf Feldorfi. Ich bin Conny. Ich bin Biggie. Graf, sind Sie auch wirklich nicht verletzt? Ich meine, es tut Ihnen schrecklich leid. Ein bisschen blessiert hat mich diese unvorhergesehene Kollision mit der Allergnädigsten schon. Dann werden Sie zu einem Arzt fahren. Aber nein, meine Schatzen, übertreiben Sie nicht so lasterhaft. Eine kleine Prellung. Oder sowas in der Güteklasse wird es sein. Gestatten Sie mir, dass ich meinen Schock mit einem Glas Dockheier kompensiere? Bei den Temperaturen muss ein komischer Heiliger sein. Also mir hat er imponiert. Ach. Ein echter Aristokrat. Findet man nicht mehr sehr oft, hm? Ich fand ihn eigentlich auch recht bemerkenswert. Ich bitte Sie, wenn man sich dadurch interessant machen muss, dass er in dem Alter noch den Sporttaucher mimt. Sprechen die Herrschaften vom nassen Grafen? Von wem? Naja, so nennen wir ihn halt. Aber das ist doch kein Sporttaucher, nicht? Der platschert doch schon seit dem Frühjahr hier herum. Den Gespinnerten kennt am Mondsee schon jedes Kind. Und er macht das nicht aus Hobby, sagen Sie? Aber was? Nach seinem Familiensilber taucht er hinab. Das, was die deutschen Truppen beim Rückzug hier versenkt haben. Naja, was sie aus seinem Schloss in Ungarn geraubt und hier ins Wasser geschmissen haben, sagt er. Und das stimmt, das mit den deutschen Truppen. Was, Mas? Hey, Schwester, du bist dran. Schnuckelein, was willst du mehr? Zur Stelle ist dein LSD. Ach du meine Güte, dein Knöch. Du konntest es mal wieder nicht lassen, ne?
Und jetzt sitzt du mittendrin in der Schlamastik, wie der Herr Nestor das ausdrückt. Der Herr macht Verse und Slogans für eine Werbeagentur. Hallo, Vicky. Hallo. Das ist Herr Hoffmann aus München. Meine Freundin Conny kennst du ja. Das ist Herr Dr. Wegerich. Guten Tag. Dich entschuldigst du wohl, Benjamin. Wir haben sicher noch das Vergnügen. Ja. Guten Abend, Graf. Störe ich sehr? Oh, das entzückende Fräulein Conny. Darf ich Sie bitten? Danke sehr. Das ist ja eine sehr deliziöse Überraschung. Darf ich Ihnen ein Glas Tokaja offerieren? Gern. Einen ganz unvergleichlichen. Danke. Bitte. Der wärmt sehr schön. Sagen Sie, Graf, Ihnen scheint Kälte überhaupt nichts auszumachen. Weder zu Wasser noch zu Lande. Weil ich doch noch im Freien nochmal, aber wo denken Sie hin, meine Gnädigste? Warum sind wir Ungarn schließlich als ein extrem heißblütiger Teil der Menschheit bekannt, no? Prost. Prost. Aber bitte wollen Sie nicht Platz nehmen? Gern. Sie sind offenbar eine sehr bekannte Erscheinung hier am See. Ja, Ufer ab und Ufer auf, ein bekannter bunter Hund und gemieden wie ein Räudiger. Ja, der nasse Graf. Und ein Spinnerter, ein Verrückter. Die Leute wollen nichts mit mir zu schaffen haben. Na, hab ich meine Ruhe. Na, schlecht? Vielleicht eine sehr nützliche Einstellung. Sehr nützlich, Fräulein Conny, sehr nützlich. Wenn ich Ihnen sag. Na, und Sie und Ihre Freundin, ihr beide seid Fotomodelle? Woher wissen Sie das? Naja, es spricht sich herum am See. Wir sind erst am Anfang unserer Karriere. Ja, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Sonst wäre es auch ein bisschen arg kurios gewesen. Kurios? Wieso? Ja, weil ich nämlich das Anschauen von Modejournalen über alles estimiere. Und eure entzückenden Gesichter, die haben mir noch nirgends entgegengeschaut. Sagen Sie mal, verstehen Sie was vom Tauchen? Natürlich. Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut gebrauchen. Hätte ich nur ein ganzes Meer mich hinein. Sagen Sie mal, Sie denken an den nassen Unterwassergraben. Stimmt natürlich recht. Sie haben. Können Sie mir nicht mal einen Tipp geben, wieso der eine so große Metallkiste braucht, wenn er in der Tiefe der Fluten nach seinem Familiensilber Ausschau hält? Vielleicht hat er seinen Besteckkasten gleich mitgebracht. Ein Besteck? Hin und wieder haben Sie echte Geistesblitze, Doktorchen. Also, Sie sehen hier wunderbare Fresken, Decke, einmalige Arbeit in der ganzen Gegend, nicht mehr schöner zu finden. Auch Lustre sind großartig und ich möchte Sie bitten, kommen Sie jetzt weiter. Sie sehen dort drüben eine herrliche Schrank, japanische Arbeit, ganz große Sache. Es ist unheimlich, von einem japanischen Meister begnadete Hände haben Sie den silbrigen Schrank geschnitzt. Es ist ein japanischer Meister, heißt der Mahina Yahama, geboren bei Leifiso 1691, 92, man weiß nicht ganz genau. Leider Gottes ist dieser Schrank leer, weil das felddeutsche Familiensilber, was darin aufbewahrt war, wurde leider Beine bekommen durch deutsche Soldaten, so 1945, man weiß nicht genau, wohin ist mitgegangen. Sehr weit, keiner kann finden. Gut, das ist also offizielle Version, wo ich Anweisung habe, Ihnen mit
zu teilen. Aber für eine kleine Trinkgeld, ich täte mich bereit erklären, die Herrschaftin über die wirkliche Wahrheit über die Familienschutz in Kenntnis zu setzen. Oh, Christian, danke vielmals, danke, gnädige Frau. Wenn Sie bitte erst wenn weitergehen wollen, links vorne gleich, links dir hinein, große Saal, blaue Salon, wunderbar. Bitte gleich, wenn Sie anschließen, danke vielmals, danke. Also, was ist Wahrheit? Wahrheit ist, dass das deutsche Militär hätte Familienschatz schon holen müssen aus Pfandhaus, weil der alte Graf Fettaschi damals schon weit vor Zweiten Weltkrieg alles in Leihhaus gebracht, ganze Edelmetall, um seine monströsen Schulden zu bezahlen im Spielcasino. So war die Affäre. Woher wissen Sie das alles so genau? Woher wohl? Weil mein Vater selig, mein Papa und der alte Graf Fettaschi war eine hochgestellte in gleiche Regiment, ja, 12. Husaren in Föhbach. Entschuldigung, ich muss leider gehen. Christian, der Frau. Also, Sie sehen hier, eine wunderbar prächtige Rahmen. Das ist wieder eine wunderbar gemacht. Sag mal, Schwester Segweise Mäuse. Biggie, Biggie. Überraschung. Meine kleine Dauber und kommen wieder mal herbeigeflogen. Guten Abend, Fräulein Conny. Guten Abend, Fräulein Biggie. Nehmen Sie Platz, bitte sehr. Dankeschön. Ach, Conny, guck mal, die vielen Fische. Haben Sie die alle selbst gefangen? Ja, hab ich. Meine Gnädigste, von irgendwas muss der Mensch ja leben, oder muss er nicht? Ja, es ist ein schönes Gefühl, was an der Angel zu haben. Das kennen wir auch. Na ja, bei den Damen dürfte es ja mit den Goldfischen gerade nicht zu hapern, oder? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Graf. Und nicht alles Silber, was auf dem Grund des Sees liegt. Wie meinen Sie das, meine Gnädigste? Oh, ich wollte damit nur sagen, Sie müssen da unten sicher sehr viel Spreu vom Weizen sondern. Nein? Ja, da haben Sie allerdings recht. Schön haben Sie es hier, Graf. Einfach romantisch. Das Lagerfeuer, der funkelnde Sternenhimmel, so richtig zum Träumen. Die Puster, schwarz gelockte Zigeuner, Tokaja, die Liebe. Wir waren nämlich noch nie in Ungarn, müssen Sie wissen. Machen Sie weiter, ich hole nur rasch was. Du wächst ja heute über dich selbst hinaus. Beim dienstlichen Flirt fallen bei mir die letzten Schranken. Ich weiß, Dienst ist Dienst und Mann ist Mann. Thomas oder Heinrich? Biggie, mir graut vor dir. Sie bringen einen richtig aus der Puste, Graf. Ja, aber das hoffe ich doch sehr, meine Gnädigste. Also ich muss sagen, ich finde das grandios. Grandios, wie Sie das hinlegen. Fast wie eine geborene Tochter aus meinem Volk. Oh, danke. Das geht ins Blut, was? Oh, ich hätte richtig Lust. Wie wär's, wenn wir uns morgen wieder treffen würden und ein bisschen zusammen üben? Morgen? Also warten Sie, morgen? Ja. Ja, das tut mir sehr leid, aber für morgen, da habe ich schon einen kompletten Unterwassertag arrangiert. Da, der Graf. Er hat uns ganz schön angeführt mit seinem Unterwassertag. Wir lassen uns blöffen und machen Sightseeing. Wo geht er da rein? Das sieht zwar nicht so aus wie der Bahnhof von Salzburg, aber er ist es. Thank you.
da ist er wieder. Haben wir ein Dusel. Der Gepäckschein. Er hat einen Gepäckschein in der Konfektschachtel übergeben. Komm runter. Weg ist er. Also, wir dürfen unseren Wassermann keine Sekunde aus den Augen lassen, rund um die Uhr. Weder zu Wasser, zu Land noch in der Luft. Oh, wie willst du das schaffen zu zweit? Ganz einfach. Wie funktionieren meine beiden Verehrer zu Europol-Hiebis um, ohne dass sie einen Schimmer davon haben? Du willst die Menschen, die deinem Herz am nächsten stehen, selbstlos in den Dienst der guten Sache stellen? Guten Abend zusammen. Guten Abend. Sie hatten doch mal eine Freundin, nicht? Mhm. Lebt die noch? Ich bin sicher, die lebt sogar sehr gut. Sie wollte nur dem netten Herrn Grafen noch einen Besuch abstatten. Komm, Kamerad, jetzt schnappen wir uns den alten Wüstling in Flagranti. Bist du in dem Aufzug schon mal mit einer Frau ins Bett gegangen? Also wenn das hier kein See wäre, sondern ein Fluss, dann würde ich sagen, er will mit ihr ins Flussbett steigen. Ganz richtig. Es handelt sich um eine Art Besteck. Geologen benutzen es, um Gesteinsproben in schwierigen Lagen sozusagen im Handbetrieb abzubauen. Unsere Zentrale in Brüssel hat festgestellt, dass es diese hochkomplizierten Instrumente im EWG-Bereich überhaupt noch nicht gibt. Wer sich auf Nimmerwiedersehen absetzen will? Ich schätze, wird für ein paar Tage in volle Deckung gehen. Die aufgesprengte Kiste wird ihn nervös gemacht haben. Komm mal sehen, was er uns vorschwindelt. Guten Abend, Graf. Ah, die gnädigen Fräuleins, küsst die Hand, die ergebener Diener. Ich bitte vielmals um Pardon, aber ich bin ein bisschen brisant. Sie wollen abreisen? Ja, nicht auf die Dauer, nicht für ganz, aber ein paar Tage möchte ich gerne verschnaufen auf meinem Schloss. Ein kleines Mitbringsel für Sie. Hoffentlich mögen Sie Mozartkugeln. Und ob?
Und ob? Das ist ja gerade so, als ob ihr es gewusst hättet, ihr beiden. Ach, dass ich jetzt erst die Inspiration habe. Sagen Sie, wie wäre es, meine allerliebsten, allergnädigsten, wenn ich Sie einladen würde, mit mir ein paar Tage auf mein Schloss zu reisen? Ein deliziöser Einfall, Graf. Wir kommen natürlich sehr gern mit und dann stellen wir Ihr Schloss mal so richtig auf den Kopf. Vielleicht stoßen wir auf das Familiensilber. Na, no. Was wird das sein? Ich habe doch eben erst frisch getankt. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte? Wo wollen Sie denn hin? Mann, oder knapp zu tauchen in diesen Schlund hinab. Schalten Sie doch endlich mal Ihren Mund! Corsylium, ein chemisches Element, das auf der Erde in nur ganz geringen Mengen vorkommt. Es scheint aber für die Entwicklung eines neuartigen Raketentreibstoffs von eminenter Wirkung zu sein. Und der Mondseeboden enthält dieses Zeug. Und in ganz unvorstellbarer Konzentration. Schon ein paar Zentner corsyliumhaltiges Gestein sind von eminenter militärischer Wichtigkeit. Und das hat unser Wassermann da unten fundweise abgebaut und an die Chinesen geliefert. So ist es. Frage, Sir. Wieso sind die Chinesen als Einzige auf der Welt dahinter gekommen, dass ausgerechnet der Mondseeboden dieses Zeug in rauen Mengen enthält? Frag den Graf doch selber.